Moin, hier eine Lösung und ein Kommentar zu einer Schulbuchaufgabe aus dem Zimmererbuch vom Europa Verlag auf Seite 397, die Nummer 4. Es geht um die Berechnung an Treppen. Vorgegeben ist hier eine gerade Wohnhaustreppe mit einer Lauflänge von 4,32 Meter, also eine feste Lauflänge ist vorgegeben. Und noch vorgegeben sind 16 Steigungen. Die Anzahl der Steigungen ist also 16. Die Anzahl der Steigungen wird normalerweise mit n beschrieben. Und jetzt ist als erstes zu bestimmen die Anzahl der Auftritte. Um die Anzahl der Auftritte zu bestimmen, wenn man es nicht weiß, dann kann man einfach mal in das Tabellenbuch reingucken. Anzahl der Auftritte ist Anzahl der Steigung minus 1. Das rechne ich im Kopf, ohne dass ich die Rechnung aufschreibe. Die Anzahl der Auftritte ist also 15. Als nächstes ist das Steigungsverhältnis der Treppe zu berechnen, also S durch A, Steigungshöhe durch Auftrittsbreite. Wir haben nun aber weder die Steigung noch den Auftritt gegeben und haben stattdessen nur die Lauflänge gegeben. Wir wissen aber die Anzahl der Auftritte, das heißt, wir können jetzt die Auftrittsbreite berechnen, indem wir die Lauflänge durch die Anzahl der Auftritte teilen. Dazu nehmen wir uns wieder das Tabellenbuch zur Hand und haben hier die Lauflänge gleich Anzahl der Auftritte mal Auftrittsbreite. Das heißt, 15 mal die Auftrittsbreite A muss 4,32 Meter sein. Das Ganze durch 15 geteilt. Dann habe ich auf der linken Seite nur noch A stehen, die Auftrittsbreite, und auf der rechten Seite die 4,32 Meter durch 15. Das kann ich jetzt noch ausrechnen und bekomme dann eine Auftrittsbreite von 0,288 Meter, also 28,8 Zentimeter raus. Und das ist jetzt schon der erste Teil von dem Steigungsverhältnis. Jetzt fehlt mir noch der zweite Teil von dem Steigungsverhältnis. Also die Steigungshöhe. Und die Steigungshöhe kann ich jetzt mit der Schrittmaßregel bestimmen. Das ist tatsächlich das, wie das hier gedacht war, das zu berechnen, ist ein kleines bisschen konstruiert, weil man normalerweise natürlich die Geschosshöhe hätte und dann nicht anhand der Lauflänge die Geschosshöhe bestimmen müsste. Das ist schon ein bisschen unsinnig. Nützt aber nichts. Hier jetzt also über die Schrittmaßformel die Steigungshöhe berechnet und damit auch festgelegt, wie hoch das Geschoss sein soll. Das können wir dann dementsprechend an den Maurer oder an die Kollegen, die den Holzrahmenbau machen, weitergeben und hoffen, dass das dann genau eingehalten wird. Also hier eine Steigungshöhe von 17,1 cm. Und jetzt soll abschließend tatsächlich auch noch die Geschosshöhe gleich berechnet werden. Erstmal Steigungsverhältnis aufschreiben. Die Zentimeter müssen beim Steigungsverhältnis übrigens nicht mitgeschrieben werden. Das ist ja eine geteilte Aufgabe, ein Quotient, und die Einheiten kürzen sich eh raus. Ein Verhältnis ist frei von jeder Einheit. Und jetzt in Aufgabe C soll tatsächlich auch noch die Geschosshöhe berechnet werden. Ein wirklich sehr praxisfernes Vorgehen. Aber wir machen das einfach, indem wir die Steigungshöhen nehmen und das mit der Steigung multiplizieren.
Ich stelle es sogar noch einmal um. Also die Geschosshöhe H durch S ist ja die Anzahl der Steigung. Und dann ist die Anzahl der Steigung mal die Steigungshöhe gleich die Geschosshöhe H. Nun gut, so sollte es sein. Da kommen wir dann auf 273,6 cm. Üblicherweise wird die Geschosshöhe Meter angegeben, also 2,736 Meter. Vielen Dank fürs Zusehen.